Willkommen zurück zum allerbesten Spiel der Welt mit dem besten Ei, das jemals irgendjemand aus irgendeinem Schlitz rausgefischt hat. Und natürlich der Mann, der Ahnung hat von dicken, fetten Eiern, Quantum. Dankeschön, hallo. Quantum, du bist eine Göttin. Eine Göttin der Eierkrapscherei. Dankeschön. Das finde ich echt lieb von dir, dass du das sagst. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so lieblich Eier berühren kann. Nun, ich glaube, es reicht langsam. Aber ich bin trotzdem fasziniert. Nein, ich 128. Das Vieh ist 128 vom Level. Das muss man erstmal hinbekommen. Du hast die ganzen Lorbeeren auf jeden Fall verdient. Jetzt werde ich aber rot. So, wir machen jetzt hier mal den Ofen aus. Denn wir brauchen ja die Milch. Ja. Und dazu brauchen wir Salz im Vogel. Ja, also wir nehmen die Vögel. Wir gehen gar nicht mit dem Drachen da raus, sondern wir machen das mit den Vögeln. Und die Vögel brauchen Salz. Alright. Salz haben wir doch noch, oder? Kein verwertetes mehr. Das müssen wir herstellen. Moment. Aber normales Salz haben wir, oder? Normales Salz haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr. What? Doch, Raw Salt, 100 Stück. Ja gut, dann legst du sie drüben rein in die Maschine. I will do it. I did it. So. Wie viele brauchen wir? Das reicht. Nehmen wir mal zwei Packen raus. Dann legst du in deinen Vogel rein. Und weißt du, was wir auch unbedingt brauchen? Einen Aufzug. Denn ich werde wahnsinnig. Ich flieg runter! Und ich bin fast tot. Genau, das meine ich. Es nervt. Ich meine, wir hatten das auch gebaut hier. Irgend so ein Vollidiot. Aber echt. Und der muss weg. Ich will, dass der Mann gefeuert wird. So, Salz ist im Vogel. Wie lange hält es? 20 Minuten. So, und jetzt hast du eine Gun und ja, Darts. Ja, hab ich. Jetzt geht's los. Wir suchen uns einen Drachen, der nicht so hoch ist vom Level. Und dann musst du ihm direkt in den Schädel schießen, ja? Okay. Am Home besten wäre ein Feuerdrache. Weil die Giftdrachen, die machen zwar nicht so viel Damage an sich, aber die machen halt direkt eine Kugel, die, glaube ich, ungefähr so 200 bis 250 abzieht. Und zwei Treffer. Vorher kannst du noch möglicherweise entkommen und dich auf dem Boden rumrollen und hoffen, dass du überlebst. Eine Decke drüber schmeißen? Ja, hast du eine Decke dabei? Na fuck, nee. Keine gecraftet. Ich hab dir gesagt, wir brauchen eine Brandschutzdecke. Aber ich hab meinen Feuerlöscher dabei. Wenn du verstehst, was ich meine. Den großen, dicken, spritzigen. Der immer so rot wird. Oh mein Gott. Die Leute haben gesagt, mehr schwul. Okay. Wenn ihr Likes wollt, mehr schwul. Seid einfach natürlich schwul. Und ich verhalte mich jetzt ganz natürlich. Ja, wir stehen dazu. Ja, nee, ist ja auch nichts verkehrt. Heutzutage kann man alles sein, oder? Ja, ey, hallo, wir sind im Jahr 2016. Eigentlich hat man eher sogar einen Bonus heutzutage. Coming-outs und sowas kommt ja mega gut an. Einige Karrieren basieren auf einem Coming-out. Die wären, wenn die nicht schwul oder lesbisch wären, total uninteressant. Die würde niemand gucken. Ja, wahrscheinlich ist es auch nur Marketing, vielleicht sind die gar nicht so. Das weiß man halt nicht. Aber da wären die echten Schwulen und echten Lesben ziemlich böse, ne? Wenn die das rausfinden würden, oi. Ja, dann gibt's Probleme, du. Marketing schwul, gar nicht cool. Du bist ein Poet. Ich weiß. So weit ohne Drache. Mit dem Drachen wären wir schon viermal dort gewesen. Das kommt dann jetzt wieder so langsam vor, obwohl der Vogel jetzt so schnell ist. Eigentlich schon, ja. Der Vogel ist eigentlich total speedy, aber trotzdem. Der Drache macht zweimal wusch und schon ist er drüben. Machen wir dann so eine kleine Drachenfarm? 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 What are you talking? Drachen, die kleine Farmershüte aufhaben und Haken in der Hand und ein Beet. Ein Haken? Ein Piratendrachen? Was? Nein, ein Rechen. So ein Holzbein beim Drachen? Holzbein beim Piratendrachen? Ja, das wäre cool, oder? Kann mein Drache eine Augenklappe haben? Es gibt doch hier Augenklappen, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Sicher? Es gibt auch so ganz viele verrückte Hüte, die man
tragen kann. Hey, unten ist so ein Ding. Ah, nee, das. Ah, nee, ich hab mich. Nee. Ich dachte, da wäre so ein anderer, dieser andere Vogel. Okay, hab mich geirrt. Oh, ich dachte schon, da wäre irgendwas. Nee, das sah so aus, weil da ein anderer Ding dahinter stand. Das sah aus, als hätte den Kamm. Okay. Hast du ein Fernglas? Nee. Schlecht. Wo bist du jetzt? Direkt bei der Schlucht. Ja, ich auch, aber ich sehe dich nicht. Ja, hier, ich bin noch da vorne. Ach ja, ja, okay. Also, es muss weiblich sein, der Rest ist egal. Ich lande mal ganz schnell hier. Ah, oh, ist schon wieder heiß, ne? Stimmt. Wieder gut berechnet. Hast du Wasser dabei? Ja, eine Flasche. Okay, hier drüben ist männlich. Ach, wer Level 6? Die Ameise. Wenn ich Zuckungen bekomme, dann durch eine Ameise, du. Moment, irgendwas Level 8. Ich kann nicht genau sehen, was ich hasse, ist, dass der Vogel dauernd hier so nach vorne gehen muss und ich nicht sehe, was sie für ein Level haben. Oh, hier komme ich nicht hoch. Was treibst du denn? Ich will doch gucken, was sie für ein Level haben, bevor ich da unten reinfliege. Mein Leben riskiere für warme, mollig warme Drachenmilch. Auch wissen, was genau ich daraus ziehe. Also hier drüben ist auf jeden Fall schon mal ein Alpha. Wenn wir den töten, der hat garantiert Milch, wenn es weiblich ist. Female, ja. Female Lightning hätten wir hier. Okay. Female Gift Level 72 und hier drüben Female Fire Level 44. Was bist du da hinten? Was greift mich da an? Was ist das? Was machst du? Hier unten ist eine Schlange. Nee, hier sind nur krasse. Hier sind nur krasse Drachen. Lass mal nach vorne gehen. Der Schwarze hier drüben, was hat der? Der ist Female. Nee, Male. Level 12. Die Männer sind hier irgendwie alle schwach und low level, aber die Frauen, die starken Drachen. Die haben hier das Sagen, hä? Klar, nicht umsonst sagt man ja zu Ehefrauen noch böser Drache. Klar haben die das Sagen. Wow, das habe ich noch nie gesagt. So eine das Frau. Hast du noch nie. Was? Nee. Gerade du, der dauernd seine Ex-Frau und seine. Was? Seine Alimente, die er zahlen muss, verflucht. Ich muss keine Alimente zahlen, Jesus Christ. Mit deinen 20 Kindern. Weil glaub du damals in den wilden Disco-70ern deinen Loris nicht unter Kontrolle hattest. In den 70ern. Das war noch eine gute Zeit. Da hat man noch gepimpert ohne Schutz. Ja. Das war einfach so. Okay, warte, hier ist wieder einer. Female Level 4. Okay. Der hier ist es. Wer? Okay. Der Rote. Der Rote? Das ja. Sind mehrere Rote. Ja, du weißt schon. Der wer. Der oben. Okay. Der da. Und es geht los. Zieh wohin hoch. Ziehst du ihn? Ja, weg von den anderen. Ja, ich meine, in die Wüste oder im Berg? Okay, Berg. Erstmal hier in den Berg, oder? Ich meine, in der Wüste sind so viele. Naja, hier sind überall viele Viecher. Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Mein Vogel hat gar kein Fleisch. Okay, hier drüben sind potenzielle Gegner. Da könnte ich ihn reinziehen. Ich glaube, er ist gerade abgelenkt. Er ist abgelenkt, er dreht ab. Sehr gut. Und jetzt musst du irgendwo landen und ihm volle Kanne in den Schädel ballern. Wo ist er hin? Da unten, unterhalb. Wo denn? Auf die andere Seite. Ach, hier drüben, ich sehe. Unten. Oh, unten. Da geht's rund. Oh shit, da sind aber 1000 Wölfe und Scheißdreck. Ist ungut. Ach shit, ja, da ist ein anderer so Wolf. Ja. Hier ist eine ungute Situation. Hier kann ich nicht landen, hier sind 1000 Kanos. Nimm die Pike und piek sie tot. Ich geh runter. Oh, ist hinter mir her? Oh, nein, ich werd hier angegriffen. Ah, er ist hinter mir her. Warte. Ah, der ist schon wieder abgelenkt, der Typ. Und hier ist ein Golem auch noch. Warte, ich muss erstmal hier die Vögel töten. Wir machen erstmal hier die Vögel tot. Komm mal zu mir. Wir klären hier ein bisschen die Gegend. Warte kurz. Komm zu mir, dann krieg ich einen Bonus. Moment. Na komm schon, gehen die mir auf. Hey, der ist down! Wie, du hast ihn getroffen? Ja, ein Hit. Ja, ein Hit. Wenn die so low-level sind, ist total easy. Geh hin, hab die Milch raus und ab in den Vogel damit. Direkt den Vogel machen, so schnell wie möglich. Und dann heimfliegen.
Okay. Ist drin. Und dann landest du oben neben dem Ei Okay. und legst die Milch mit dem Salz, mit einem Salz, nur einem, in die, ich bin bei dir, in die Räucherschränke rein. Die stehen ja auch oben, ne? Genau, die stehen auch Die oben. Ich habe Milch extra rein drin. und mit einem Salz. Genau, und noch Spark Powder Wieso? mache ich auch Darf da rein. nur ein einziges Salzding drin sein, Ja, oder was? es lohnt sich halt nicht und das nimmt dann den Platz weg, weil da gehen, glaube ich, nur 8 oder 10 Objekte rein und ich weiß nicht, wie viel Milch du hast. Also, wenn du mehr Salz reinmachst, hat es keine Funktion. Aber siehst du, ist total easy, oder? Ja. Du suchst dir ein Weibchen raus, das schwach ist. Besonders Flammendrachen sind easy, finde ich. Also, ich finde Gift schlimmer, weil die haben halt diese Kugel. Und wenn sie dich damit treffen, bist du halt direkt down, wenn du Pech hast. Hier drüben ist noch ein Blitzdrache, ne? Vielleicht können wir den auch noch holen. Kommt auf. Aber das Salz hält nicht so lange, oder? 10 Minuten. Ist ein Mann. Nein, ich habe E gedrückt, ich bin tot. Was war's? Ah, ich verdrück mich jedes Mal 3 und E. Jedes Mal. Ich hole den Vogel im Drachen, keine Panik. Jedes Mal. Wieso machst du für Selbstmord? Ich hab den Vogel jetzt. Mein? Ja. Ja, dann hole ich aber. Nee, hättest du stehen lassen, hätte ich meine Leiche gefunden. Da sind gute Sachen dran. Also. Ob ich jetzt noch meine Leiche finde, die Rüstung und so, hätte ich ganz gerne. Geh du zurück, ich flieg mit dem Drachen hin. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Warte, 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 ich warte. beeil mich. Bleib grad kurz stehen, dann komme ich jetzt. Da ist Ich noch meine, kein der Alte Sack. Du geht ja stehst hier. nicht komplett irgendwie. Ja, es war ein grausamer Tod. Ich habe mir die Knie ins Gehirn gerammt. So bin ich gestorben. Ich war Nee, mal 2 Meter. du stehst eigentlich hier ganz heldenhaft auf dem Felsen hier. Vielleicht lassen wir mich stehen, oder so als Andenken. Eine Statue für meine glorreichen Taten. Ich habe den ersten Drachen großgezogen. Das ist ja wohl glorreich. Ich arbeite mit dir zusammen. Das ist ja wohl mega glorreich. Ja, wow, es ist so, als ob das eine Bürde wäre. Wo bist du jetzt? Ja, ich bin neben deiner Leiche stehen. Oh Hier shit. meine Leiche. Oh shit. Komm jetzt Ameisen und wollen meine Leiche Terrorbirds. essen. Das war doch irgendwo hier. Ja, siehst du mich? Flick hoch. Siehst du mich? Da, wo es brennt. Ich sehe dich nicht. Was macht der andere Vogel hier? Klebt mich hier auf meiner. Ah, hier drüben, oder? Ne, das ist ein Drache. Ja, der Drache ist auch daneben, dieser Blitzdrache. Ein Blitzdrache sehe ich hier. Ich fliege hier durch die Gegend. Sehe Quantum nicht. Ist der Blitzdrache hinter dir, vor dir? Neben, quasi. Neben quasi. Da bist du Morde doch. der gerade? Ah, da bin ich ja. Ja, hier ist deine Leiche. Moment, ich sehe sie. Genau hier. Geh nach Hause, geh nach Hause. Ich stehe wirklich da wie ein Held, wie der Pike auch noch so, ne? Wer ein Held, der E drückt oder runterfliegt vom Vogel. Ja, Was für ein Held. gut. Auch den Besten kann sowas passieren. Was für ein Held. Mein Drache mordet jetzt irgendwie durch die Gegend und ich werde angegriffen von ganz vielen Viechern. Werde ich schon wieder sterben? Bleiben Sie dran, YouTube. Bleiben Sie dran. Egal. Ich habe die Ultra Pike. Da, weißt du, was du klicken solltest? Escape. Besser als eh. Wie Warte mal. gesagt, kann den Besten passieren. Ja, natürlich. Wir erinnern uns daran zurück, wenn ich dich heroisch im Dungeon verteidige. Denn da müssen wir auch noch hin, ne? Muss auch noch passieren, ja. Der Dungeon. Wir wollen ja wissen, was da unten drin ist. Ich habe gehört, da unten soll Kokaino und Models. Das Nee? Ich habe gehört, da klingt ein gibt's bisschen auch. unrealistisch, okay? Da unten drin gibt es auch einen Gutschein für eine Yacht. Gibt es eigentlich so Gutscheine für eine Yacht? Glaubst du, was gibt es? Yachtgutscheine? Das finde ich Also ich schlecht. meine, dass man sie In-game besitzt. versteckt? Das wäre geil, oder? Die Entwickler kaufen dir eine Yacht. Guck mal, bist jetzt eben direkt nach Hause geflogen? Ja? Ich bin schneller als du und ich habe noch Viecher getötet. So schnell ist der Drache. Flugangst.
Ich hol Spark Powder. Ach, Scheiße. Ja. Ah, 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 ah. Ja. Mach die Flammen an. Ich will hier oben landen, ich will nicht die Leitern gehen, aber ich passe nicht mehr auf. Da muss ein Aufzug hin. Ich sag's doch schon seit wie vielen Folgen. Seit wie vielen Folgen sage ich, hey, wir brauchen einen Aufzug. Ah, fuck, ich muss ja das Salz rausnehmen. Also, 5 Salz? Nee, ach fuck. Nimm einfach Salz. In die ganze Milch rein. Alles, ja, klar. Bup. Bup. Ja, das ganze Salz war nicht mit Scheiße. Egal. Bup, bup, bup. Okay. Oh, ist drin. Okay, gut. So, die Flammen brennen. Satan, wir rufen dich. Wie viel Milch brauchen wir eigentlich? Reicht es überhaupt? Das reicht, ja. 5 Stück? Naja, das reicht. 5 Fläschchen. Das reicht dicker. Also. No mino. Ich verteufel. Was? 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 Satan. Was? Wusstest du, dass bei mir und den Kommentaren wirklich ein paar Bibelfreunde und Christen geschrieben haben, was du da gemacht hast mit deinem merkwürdigen Satan-Kult-Shit? Wäre nicht cool? Echt? Also es gab Beschwerden. Ja, das glaube ich. Politik und Religion, und es gibt immer Beschwerden. Ja, ist Satan offiziell Religion? Du kannst sagen, bin ich aufgeschlossener als die anderen. Ich dachte, Satan wäre Popkultur. Gleich kommt ein Baby. Aber hey. Christen, ihr könnt mir doch verzeihen, oder? Verzeiht mir einfach, wie wär's damit? Könnt ihr nicht, nee. Ja, aber ist das nicht... Sollten die das nicht tun? Normalerweise ja. Eben, also. Der christliche Geist sagt eigentlich, man soll verzeihen und vergeben. Ja, eben. Also bin ich aufgeschlossener als die. Aber du bist doch Christ, oder? Nee. Kirchensteuer? Nee, bin ich schon lange ausgetreten. Irgendeine Glaubensrichtung? Nee. Buddhismus? Nee, keine. Gar keine. Ist dein Gott Geld? Ist es nicht von jedem? Da ist er! Oh! Ein Mädchen oder? Schon wieder ein Mädchen! So, braucht er jetzt gleich was zum Trinken oder wie ist das? Nee. Nee, einfach. Du brauchst jetzt gar nichts im Moment. Guck, jetzt bekommst du ja auch Lebensenergie dazu. Und der Hunger geht runter. Boah, Level 128. Oh. Süß. Okay, die Stats, wie sind die? Sind die jetzt schon random vergeben oder? Naja, es richtet sich, soweit ich weiß, immer nach den Eltern, ne? Also die Stats sind auf jeden Fall nicht schlecht. Aber dann sehen, man kann ja noch leveln und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr süß, der Kleine. Die Kleine. Haben wir einen Namen? Also Morgana ist ein Flammendrachen. Irgendwas, was Böses. Poison. Poison Ivy. Hier ist nochmal die Hexe von DuckTales. Gundula. Gaukele? Nee, das Gundula. Ist die. Ist die Gundula? Nee. Nee, das war die von den normalen Dingen, oder? Oder war die nicht da? Cruella? Oder so? Cruella de Vil? Wie ist nochmal die Seehexe, wenn wir schon bei Disney sind? Ist die Morgana? Nee. I have no idea. Du weißt von Ariel. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es auch nicht mehr. Dann nehmen wir eben von 101 Dalmatiner. Sollen. Was? Ja, mir ist wurscht. Cruella de Vil. Achso, ja. Weißt du, wie man Cruella schreibt? Nee. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Du müsstest jetzt raten, so nach Gefühl. Okay, nehmen wir einfach Chantal. Ja, das ist auch ein böser Name. Chantal. Chantaler. Nee, wenn jetzt irgendjemand Chantal heißt, es war ein Scherz, okay? Ich werde das jetzt schauen. Was denkst du, wie schreibt man das? Cruella de Vil. Boah, ich habe keine Ahnung.
Ich kann nicht mal eine Idee. Vuela de Ville. De Ville, der ist ja nicht D-E-V-I-L-E, oder? D-E-Leerzeichen-V-I-L-L-E. Okay, also ich würde sie so schreiben, Moment, ich würde sie so schreiben, ich warte. Keine Ahnung. Also, sie heißt ja nicht Cuella, sondern also mit C, ne? Cuella de Ville. So würde ich sie schreiben. Cruella de Vil. Ja, weiß nicht, oder? Die heißt ja nicht mit Q, die heißt ja Cruella de Vil, soweit ich weiß. Doch, ich hätte gerne die YouTube-Kommentare jetzt live gesehen, wie viele oder Schreibvarianten es da gegeben hätte. Ich habe keine Ahnung. Oder man schreibt sie so. Moment. Cruella de Vil. Weil, ja, What? Wegen Devil, ne? Achso, und das ist ja eine ganz kreative. Ja, sie steht ja für den Teufel. Ja. YouTube, wie schreibt man sie? Ich würde sagen, so. Für den Teufel. Ist das nicht so zweideutig? Und das ist, wie Louis Cypher. Das stimmt, ja. Louis Cypher. Ja, so könnte eigentlich der Blitzdrache dann heißen, wenn es ein Junge wird. Irgendwie ziehen wir hier nur Frauen an. Irgendwie schon, ja. Naja, ich nicht, ja? Du bist der Magnet für Fraueneier. Ja, und jetzt dauert es halt ungefähr so 2 Stunden. Okay, aber der verhungert nicht so wie der scheiß Vogel anscheinend, oder? Nee, der funktioniert ein kleines bisschen anders. Also der verhungert auch. Du siehst ja, es geht runter, aber es dauert lange. Und dann irgendwann gibt es ihm halt mal einen guten Schoppen auf die Nacht, sagst so. Jetzt schlafen. Ja, aber reicht. Okay, die Milch dauert. Also 2,5 Stunden ist die da drin, okay. Ja, eigentlich reicht eine Milch. Es reicht wirklich eine Milch. Und der ernährt sich auch sonst von nichts anderem oder Fleisch? Oder braucht er dann immer noch? Ja, steht da Fleisch, aber wenn er noch nicht ausgewachsen ist, nur Milch. Okay. Ja, also top. Bei Fleisch speit er, glaube ich. Was lieber nicht. Das ist so ein kleiner süßer Racker. Die kleine Cuella de Vil. Ich glaube, kriegen wir jetzt eine Religionsdiskussion eigentlich. Ich möchte noch dazu sagen, auch wenn ich keine Richtung habe, ich respektiere jeden Glauben. Jeder soll glauben, was er will. Mir ist es völlig egal. Mir auch. Also. Ich mache darüber keine Gedanken. Ja? Ne. Jedem, was ihn glücklich macht. Ich bin ja eh Schlangenkult. Ja gut, das ist... Ja, okay. Ich respektiere, dass du im Schlangenkult bist. Ja, was macht denn der Schlangenkult auch Schlechtes? Ich meine, der Schlangenkult... Ja, solange du mir nichts Schlechtes tust. Nee, der Schlangenkult ist eine sehr friedliche Religion. Mein Vater war Schlangenkultler, dessen Vater und dessen Vater. Nee, also Schlangenkult ist echt gut. Wenn ihr mal darüber mehr wissen wollt, Infobroschüren, ne? Wow, was ist jetzt hier? Werbung für deinen Schlangenkult? Muss man sich was bezahlen, oder? Ich glaube, ich bin so wie Tom Cruise, hab einen höheren Rang. Schlangenkult, ne? Ich weiß, Tom, die zahlen doch keine Steuern, oder? Dadurch? Dadurch, dass er eigentlich offiziell Priester ist und kein Schauspieler oder was? Ja, ne, Scientology bezahlt ja auch keine Steuern. Also jede Religion zahlt ja keine Steuern fast, oder? Ja, aber Tom Cruise, muss dann Tom Cruise Steuern zahlen? Ich meine, ja, die Religion wahrscheinlich nicht. Nee. Die ist steuerbefreit, aber Tom Cruise? Ich meine, er ist ja keine Religion. Nee, das nicht, aber vielleicht ist er so weit oben dort? Ich habe keine Ahnung. Das muss ja irgendeinen Vorteil bringen, oder? Okay, ein Aufzug wird wohl nicht so... Immer wenn du keine Steuern zahlen müsstest, aber dafür müsstest du in diese Glaubensrichtung oder wo eintreten. Würdest du das tun? Glaubensrichtung? Ja, ist egal welche jetzt. Kommt drauf an, Moment, also ich muss keine Steuern zahlen. Ja. Aber ich muss ja auch nicht irgendwie fanatisch an den Glauben glauben. Nee, du bist einfach nur dabei. Du bist halt offiziell... Ich bin nur dabei, klappt nicht machen. Denn Schlangenkult zahle ich auch keine Steuern. Merkel ist Schlangenkult. Ah, ich gehe einfach zu Facebook, da zahle ich auch keine Steuern. Aber ja, Facebook ist ja auch eine Religion. Facebookianer? Gibt's wirklich, könnt ihr googeln. Ihr Googler. Ich hab mal, guck mal hier, dreh ich mal um. Was wollten wir? Wollten wir jetzt nicht den Lift noch? Ja, guck mal hier. Wo bist du denn? Guck mal jetzt hier. Ich drop mal kurz. Was ist hier zu mir? Also hier. Also pass auf. Was ist das?
Small, aha, okay. Jetzt wähl die mal aus und schau dir mal, wie groß das Ding ist. Also da müssen wir komplett umbauen. Die Holy shit, ist ja riesig. Das ist das Small Ding? Ja. Das ist Small. Es gibt nicht Smaller. Aber wie, wie platziert man das? Ich glaube, wir brauchen erst die Schiene. Was ist die richtige? Naja, wir brauchen eine Schiene, wo der Aufzug hochgeht. Und die Schiene, die ist nicht billig. Die Schiene dazu brauchen wir, obwohl es geht, nochmal ein bisschen Polymer. Boah, das ist ja, das ist das Small Ding. Das ist echt, da müssen wir voller. Boah. Ich hol mal Pool schnell. So gut ist. Also eine Ding müsste weg in den Ofen. Wenn man das hinstellen kann. Ist, ja, aber es muss ja auch Decke weg und dann was oben eventuell steht, muss weg. Wir müssen das erstmal ganz genau angucken. Das Problem ist, man gibt einen Haufen Geld für den Kram aus und wenn man es zerlegt, kriegt man nur die Hälfte zurück, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, ja. Ja, wenn es kacke aussieht. Nee, nicht kacke aussehen, ist mir wurscht, ob das funktioniert, aber wenn wir es falsch machen, dann ist halt wieder. Ja, gut aussehen soll es ja auch irgendwie so ein bisschen, oder? Es geht nicht immer nur darum. Klar. Nee. In der Männerwelt definitiv. Man isst doch nur von einem hübschen Teller. Boah, aber wir. Ach shit. Warte mal, ich tue das wieder zurück in den Schrank hier gerade. Ja, ersten, auf jeden Fall nicht fallen Aufzug. Lassen. Weil wir brauchen Metall, oder? Wir brauchen jetzt jede Menge Metall. Metall, wir brauchen Obsidian, wir brauchen. Wie immer alles. Das alte Spiel jetzt halt. Okay, warte, ich leg noch meine Waffe Wolken hier farm, weg wieder. Aus sicherheitstechnischen Gründen. So. Upp, jetzt erstmal hier ein bisschen Obsidian. Bist du mit dem Ding unterwegs? Okay. Ja, aber der Drache ist nicht so praktisch, habe ich gemerkt. Den zu lenken und so. Ja, der Wendeding ist ein bisschen ätzend. Ja. Selbst auf einem großen Berg landen ist nervig. Und also ist ein Drache voll scheiße, willst du sagen? Das ist voll der Rotz. Was wollen wir denn mit so einem scheiß Drachen? Drachen kann er auch nichts. Hebt sich gleich ein Bruch. So ein Vogel, weißt du, da kannst du reinstopfen und reinstopfen, aber der Drache. Dreimal Holz und. Hey, wo wandert der rum hier? Ist der Wandern eingestellt? Ja. Der Drache. Ja. Der Drache? Ach so, ja klar, die wandern immer. Der soll aufhören. Wo ist denn hier? Geht nicht. Geht nicht. Ach, bei dem geht es nicht? Nee, doch, Disable Wandering, so. Echt? Ja. Geht hier die ganze Zeit herum. Aber der stampft schon ganz schön, obwohl er so klein ist. Wahnsinn. Oh Mann. Ein großer Junge. The Golem, the Wanderer. Oh ja, yeah. Okay, ich hol Obsidian. The Wanderer. Und ich mach Polymer. The Wanderer. Ich hab schon Obsidian. Wir brauchen Metall. Na, vielleicht brauchen wir beides. Den muss ich mir auch mal wieder ansehen. The Golem, the Wanderer. Geht das jetzt die ganze Zeit so? Der Fight zum Schluss war schon geil. Das dauert so ewig lang. Ich hol Obsidian. Wir brauchen auch Metall. Doch das ist egal. Eben nicht, du kleiner Wicht. Ja doch schon, denn das kriegen wir doch ruckzuck, mein kleiner Bub. Kleiner Knopf, ich hau dir auf den Kopf. Tu mal nicht so, sonst schlag ich auf den Po. Das macht dich froh. Du kennst eben meinen Fetisch. Gut, dass wir beide den gleichen haben. So ergänzt sich das. Was verbindet uns? Ersche! Wow. Wir sind diese fucking Höhle hier. Oh mein Gott, eine Schiene, ja? Ja, eine, ja. Ist ein Furzwert. Also wir brauchen Schienen ohne. Das wird total hässlich, sowas zu bauen. Das wird total hässlich. Oh mein Gott, das muss gut geplant werden. Was denn jetzt? Das muss richtig gut geplant werden. Ja, was meinst du denn jetzt? Ja, wir brauchen ja dann diese Schienen, wo der Lift hochfährt. Ja, und eine kostet 140 Metall.
dann irgendwie Polymer, Electronics und so weiter und so fort, also sind richtig teuer und die reicht dann für eine Höhe von der Wall. Also brauchen wir 1, 2, 4, 6, mindestens 8. Das heißt, 8 mal 140 Metall, das ist schon über 1000 Metall. Do you understand, I my friend? understand it. Das heißt, ganz viel Farmen. Aber ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Treppen. Weil ich bin schon wieder fast tot. Ich wäre eben gerade schon wieder fast gestorben. Meine Lebensanzeige ist bei. Ach nee, ich bin voll geheilt. Das ist ein Bug. Okay. Egal, aber trotzdem, man kann da wirklich fast sterben, ne, wenn man da einmal runterfällt. Die Lumpis drehen wieder durch. Oh no. Doch. Es ist Zeit, um nach Hause zu kommen. Ja, es wird Zeit für Lumpenliebe. Lumpenliebe. Oh Gott, ich bin wieder gefangen in einem Meer aus Lumpis. Okay, 270 Obsidian kann ich tragen. Einige der Lumpis sind auch hungrig. Du musst sie mal wieder füttern. Ich füttere gar keine Lumpis. Du bist hier der Lumpen. Hey, Lumpengott. Dein Volk hat Hunger. Problem ist, ich komme hier gerade irgendwie nicht mehr raus. Ich stecke in den Eine Lumpis fest. Lebensaufgabe, die 85.000 Lumpis zu füttern. Einige Menschen machen das gerne. Ja, ich gehöre nicht zu diesen einigen Menschen. Schon mal ein Lumpi verloren durch Hunger? Moment, ich gehe mal hier in den Tribe Manager. Steht dadurch, wie sie gestorben sind, oder was? Es steht nur, dass sie gestorben sind. Nö, nö, nö. Nö, nö. Wir haben kein Mitglied der großen Lumpi-Familie verloren. Na, es fühlt sich gut, oder? Du tust so, als würde mich das in irgendeiner Art und Weise Komm interessieren. schon. Immer wenn die Kameras nicht mehr laufen, ja, wenn die Show vorbei ist, dann kommst du immer, oh, ihr kleinen süßen Das ist Racker, eine Lüge. Lumpi. Donald Trumpi, komm mal her. Lüge. Du bist mein Liebling. Ja, wer hat heute eine schöne Mauer gebaut? Ja, wer? Ah, ist nur Regen. Ist nur Regen, alles gut. Hast du die Debatte gesehen? Oder also nicht, also nur so Ey, informiert jetzt darüber? übertreibst du es aber ein bisschen, oder? Politik und Religion in einem Video. Also das Video wird zu Tode gehatet, das weißt du, ne? Das wird zu Tode gehatet. Wieso? Verstehe ich Ja, nicht. Religion. Und Politik in einem Video. Wieso muss man deswegen hassen? Ja, Ist es weil dann wir. Pflicht oder was? Naja, wenn du mit einem vernünftigen Menschen reden würdest, ja, mit einem ganz normalen Menschen, der andere Meinungen respektieren kann, wie das normalerweise sein sollte, auch wenn du erst 12 bist, solltest du bis zu einem gewissen Grad sowas verstehen. Dann wahrscheinlich nicht. Aber mit dem heutigen Pöbel? Nein, du darfst keine eigene Meinung haben. Du darfst auch nicht sagen, ich finde das gut. Das kannst du vielleicht in Ich deinem habe Gehirn nicht mal meine eigene sagen. Meinung Ja, ist dazu egal. gesagt. Nee, Hauptsache Trump, das reicht schon, Bürgerkrieg. Wenn Trump Präsident wird, haben wir am nächsten Morgen Bürgerkrieg. Kann ich dir sagen, da werden Vitrinen eingeworfen und Schaufenster und da brennt der Saturn. Dann war es aber mit Call of Duty. Und PlayStation 4 kaufen. Okay, also bleiben wir wieder bei Peniswitzen. Ja, besser wär's. Okay, es tut mir leid. Hör auf hier irgend so was Anspruchsvolles. Es Geht tut nicht. mir. Darüber haben Ich wir habe schon nicht mal eine gesprochen. Meinung abgegeben. Ja, Also, und hast du wenn ich nicht. einen Witz darüber mache, dann wird das Wenn er als Meinung geschmacklos ist und interpretiert. plump. Ja, geschmacklos und plump geht. Wenn du sagen Ja, würdest, sagen wir wenn es ein mal, ich politischer sag dir jetzt mal. Peniswitz ist, Okay, was ich sag, dann? ja, genau, wenn du jetzt sagen würdest, Donald Trump, der hat bestimmt voll den kleinen Loris, in Ordnung. Da nickt Disney und sagt, ja, weiter. Aber Also Disney, sobald hier ich dachte, der. das hängt jetzt von den Zusehern ab. Die sagen dann, hey, aber ich bin voll der Trump-Fan und ich finde es eine Wie kann Beleidigung. in Deutschland irgendjemand überhaupt sagen, ich hatte ja ein Video, wo ich Trump ein neues Herz gegeben habe, ja? Wollte ich eigentlich machen? Ja. Und da waren wirklich Leute drunter, die haben geschrieben, ich wähle Trump. Und da hab ich gesagt, In okay, du bist. Deutschland? Ja, die denken Oder wirklich, Trump steht zur Auswahl. was?
Ich bin Trump-Wähler. Ja, vielleicht schaut er die Videos aus den USA. Vielleicht, ja. Aber denke ich nicht, nein. Ja, also. Ich glaube, Merkel und Trump steht zur Auswahl, oder? Ich glaube, das ist die. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann gibt es ja noch, in Deutschland ist halt ganz beliebt AfD. Das ist zurzeit total beliebt. Ja. Alles, was irgendwie mit der AfD zu tun hat, entweder schlecht oder gut, ja, also pro oder contra, wird trotzdem immer gleichermaßen gehasst. Weil die deutsche Jugend ist gespalten. Soll ich mit 12 die AfD wählen? Ja oder nein? Fragen wir einen namhaften YouTuber, was der so wählt. Ich bin wieder gespannt, was da für Spots zustande kommen. Denn es gab ja mal jemanden, der Werbung gemacht hat für die AfD. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen. Nein, ich will auch nicht sagen, dass es Dana war. Aber. Nee, will ich jetzt auch nicht sagen, dass der das war. Ich will nicht sagen, dass der sich damals für die AfD ausgesprochen hat. Aber weißt du, so Themen, die können wir untereinander führen, ja, wenn wir gehobenen Content für unser Forum, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, weil es sonst in den Dreck gezogen wird. Nein, Quatsch. aber wir können sowas nicht in YouTube-Videos bringen. Ja? Viele denken vielleicht, dass die AfD neue Grippewelle sind. Nun. Und nicht? Weißt du, nicht mal das dürfen so? Wir. Es ist eine Grippe, ja. Aber es ist eine schlimme Grippe. Aber weißt du, nicht mal das dürfen wir sagen, weil es halt dann wieder Leute gibt, die sagen, hey, ich habe ein Abitur, ich bin Doktor und gucke deine Let's Plays hier nebenbei, während ich büffel. Ich habe mich mehr darüber informiert. Nicht. Ja. Verbreite nicht solche Lügen. Genau. Also am besten deswegen immer meinungslos bleiben. Gar nicht erst so Dinge ansprechen. Disney-Content. Ja. Wir sind Disney-Content. Leicht. Ja, auf der anderen Seite, stimmt es auch, dass es besser ist, meinungslos zu bleiben, weil nicht wegen dem Hate oder was weiß ich oder wegen blöden Kommentaren oder sowas, sondern einfach, ich will auch eigentlich niemanden hier in irgendeine Richtung ziehen wollen, ne? Naja, ich meine, ich sehe es mal so, ich bleib meinungslos und was bringt meine Meinung? Im Endeffekt ja gar nichts, ich kann dir effektiv wählen gehen. Also bin ich ja nicht meinungslos, ich bin nur anonym. Meinung. Was ist mit deiner Verantwortung? Was habe ich denn für eine Verantwortung? Ich mache ja keine Werbung für eine Partei. Ich meine, ich mache Product Placements, ja, aber keine Werbung. Ja, wir müssen ja auch Rechnungen also bezahlen und wir wollen vielleicht. Also wenn jetzt irgendeine politische Partei kommen würde, würde sagen, hey Kies, sag doch mal, wie stehst du zu der Partei für 1000 Euro im positiven Sinne, würde ich sagen, ja, nee. Nee, natürlich nicht. Das wäre das Letzte. Ich meine, ich bin käuflich, klar, aber. Ja, natürlich. Ja, aber sind wir alle. Schlechte ja, meine, aber wir sind käuflich, weil wir Rechnungen bezahlen und so weiter. Genau, weil wir erwachsene Menschen sind und unser Strom leider ist. Kinder, schlechte Neuigkeiten. Das Zeug, das aus der Steckdose kommt, ja, es kostet Geld. Ja. Es ist so. Wenn irgendwann müsst ihr Mutti verlassen. Irgendwann findet ihr es raus. Sorry. Das weißt du, heutzutage ist gar nicht mehr so der Schreck, oh mein Gott, der Weihnachtsmann, den gibt's nicht wirklich, weil das wissen die schon mit 3, sondern irgendwann, weißt du so, der Weihnachtsmann von heute ist die Stromrechnung, so wie, oh mein Gott, das Zeug aus der Dose kostet, wie jetzt Internet kostet Geld, ich dachte, hat jeder. Und das Essen war immer mittags auf dem Tisch, verstehe ich nicht, jetzt soll ist kein Essen Verrücktes hier? Erzählen? Ich habe letztens meinen Schrank aufgemacht und da war gar keine frische Wäsche mehr drin, das war einfach leer. Ich dachte, es fühlt sich von alleine, was ist da los? Das war jahrelang war das so in meiner Kindheit. Früher waren die Schränke halt noch moderner. Ja, weißt du, das sind heutzutage die wahren Schrecken. Ja, und das andere ist nur ein fucking Videogame, wo man das vorstellt oder ein bisschen was spielt und Geld bekommt. Genau, davon geht die scheiß Welt nicht unter. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn sich jetzt jemand ein Spiel runterlädt und sagt, war scheiße. Nein, nee, das sowieso. Aber du hast schon recht, von sowas. Nee, würde ich nie machen. Das wäre. Also auch für keine Partei, wo ich dahinter stehe, würde ich es nicht machen. Nee. Ja, hat auch nichts. Warum läuft denn hier der Babydrache rum? Wo? Hier! Warum folgt mir auf einmal? Achso, ich hab Disable, der muss doch da oben sein. Ja, jetzt ist er da unten.
Voll, mitten in der Pampa. Was für ein Psycho. Ja, komm. Oh, shit, die Folge geht ewig lang. Oh, shit. Ah, verdammt. Ich hab gesagt, keine politischen Diskussionen. Wir hatten doch auch keine politische Diskussion. Ja, aber es war... Für die heutigen Standards war es wahrscheinlich eine. War es grenzwertig? Wahrscheinlich, ja. Das gibt wieder nur... Die Leute werden uns hassen dafür. Die Schlauen und die Dummen. Nicht, dass wir dumme Leute haben. Wir haben nur Schlaue. Gerade nochmal gerettet. Ist nicht... Die einzige Regel lautet, was du nicht willst, dass man dir tut, füge keinem anderen zu, oder wie heißt das? Ja, eigentlich schon. Es ist ja auch nicht wieder so ein Bibelding. Ja, so egal was es ist, aber es ist doch eine Regel, oder? Es ist eine Regel, ja. Willst du geschlagen werden? Nö. Ja, warum schlag auch keine anderen? Willst du gehasst werden und beleidigt werden? Nee. Hättest du gerne, wenn du ein YouTube-Video hochlädst, ganz viele positive Bewertungen? Ja. Dann hättest du ganz viele Dislikes gerne? Nein. Siehst du? Also Leute, was lernen wir daraus? Ganz viel liken und ganz wenig disliken, oder? Ich meine, im Grunde schon. Ja, mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Und die Folge ist vorbei, weil die geht jetzt mega super lange und hier drüben ist deine Cruella de Vil. Kann ich falsch beschreiben? Ihr da draußen könnt uns jetzt belehren. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss! Tschüss!